musst du, da ich musst glaub, du, dass der Prophet dann kennst du Jesus, ist. Aber nicht, da musst du ihn kennen, ich ja. nicht. Aber da musst du ihn einfach kennen. Und ich bin, einen Moment bitte, lass mich mal aus. Ich bin zufrieden, was ich jetzt glaube. Ich glaube es als Islam, ich bin zufrieden. Aber diese Krieg und diese Streiterei, das glaube ich nicht. Ich will nur damit das nur sagen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ali, mein Lieber, Jesus liebt dich so sehr, er ist für dich ans Kreuz gegangen, ja? Ich liebe auch Jesus. Komm, aber komm Bruder, nach Hause. Das Problem ist. Komm nach Hause. Ihr könnt jetzt nur darauf lustig machen, aber mir ist es egal. Ich mach mich nicht so lustig. Ali, komm nach Hause, komm nach Hause. Wenn Jesus dich liebt, wer denkst du, ich mach mich drüber lustig, wenn ich dir sage, dass Jesus dich liebt? Ich meine das ernst. Ali, komm nach Hause, Jesus liebt dich so sehr. Das, was du da eigentlich gerade alles gesagt hast, das ist alles, was Jesus gesagt hat. Jesus hat genau diese Sachen gesagt. Jesus hat uns gelehrt, wenn jemand dir auf die Wange schlägt, sollst du ihm deine andere Wange hinhalten. Es gibt keine Gewalt. Gott steht nicht für Gewalt. Gott möchte seine... Das hat aber Gandhi auch gesagt, ne? Jesus wird hierher kommen und 1000 Jahre Frieden machen. 1000 Jahre. Das hat aber Gandhi auch gesagt, komischerweise. Was? Das hat Gandhi auch das gesagt. Ja, aber Gandhi ist ein Mensch, der kam und gegangen ist. Jesus lebt bis heute. Amen, amen. Klar lebt er. Das wissen wir auch, dass der lebt. Aber warum glaubst du nicht an Jesus als Gott? Warum? Ich glaube an Jesus, aber nicht als Gott, weil ich, guck mal, ich bete, ich bin zufrieden, Allah hört mein Gebet, das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Diese ganze Stress und diese ganze Streiterei, das brauche ich nicht. Nee, aber guck mal, was sie wollen. Das streiten nicht, sondern wir tun das, was der Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. In Matthäus 28:20 geht hinaus in die Welt und schafft Jünger, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Und das tun wir gerade. Ali, wir wollen dir gerade erzählen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der einzig wahre, der allein wahre Gott, dich liebt. Und er möchte, dass du nach Hause kommst. Ali, wenn der Heilige Geist heute zu dir spricht, verhärte nicht dein Herz, weil das Gericht Gottes, das wird kommen. Und die Bücher werden aufgemacht werden und jedem wird vergolten nach dem, was er getan und gesagt hat auf dieser Welt. Diese Welt wird vergehen, aber eines Tages werden wir vor Gott, dem Allmächtigen, stehen. Die Frage ist, ist dieser Gott dein Richter oder dein Retter? Weil die Herrlichkeit, die du von Tag 1 hattest, die hast du verloren, weil du gesündigt hast. Und diese Herrlichkeit war Gott gegeben. Du kannst dir diese Herrlichkeit dem also nicht mehr irgendwie durch Gebete oder durch Arbeiten oder was auch immer zurückholen. Sondern was Gott dir gegeben hat, muss dir Gott auch wiedergeben. Und das hat er getan durch Jesus. Weil das, was du durch deine eigene Schuld verloren hast, was dir Gott von vornherein gegeben hat, hat dir Gott zurückgegeben. Du selber kannst dir das nicht geben. Also, ich muss dir das geben. Meine Frage ist jetzt, Ali, wenn du heute stirbst, ich möchte von dir wissen, wohin gehst du? Gehst du in den Himmel oder gehst du in die Hölle? Antworte mir darauf. Wo ich hingehe, das weiß ich nicht. Und ja? Das kommt auf deine Taten, was du von Taten gemacht hast. Mein Lieber, bitte hör mir mal kurz zu. Ja, hier geht es gerade nicht um irgendwelche theologischen Diskussionen. Hier geht es darum, dass ich gerade echt mit dir sprechen möchte. Du bist nicht dazu gemacht, nicht zu wissen, wohin du gehst. Das ist das Ding. Gott will nicht, dass du in die Hölle gehst. Die Hölle ist ein Ort, der ist nicht schön. Das ist ewige Trennung, ewige Qualen. Du wirst für immer gefangen sein in diesem Feuersee. Bruder, einen Moment bitte. Wenn ich in mein Leben, ob ich jetzt Christ werde oder Muslim werde, das spielt keine Rolle. Aber was ich verstehe, wenn du in dein Leben guten Taten gemacht hast, dann gehst du in Paradies. Wenn du schlechten Taten gemacht hast, dann gehst du in Hölle. Punkt aus. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ali, es kommt nicht, Ali, hör mal Jesus zu. Versprochen hat, dass wir in Paradies gehen. Dann kann ich auch sagen, dass Prophet Mohammed hat uns versprochen, dass wir in Paradies gehen. Ali, und ich sagte, wie ich hier rede und predige und ich volllaber, gell? Ich selber, ich bin Schmutz. Ich bin Schmutz. Ich bin nichts. Ich bin nicht würdig, an Jesus zu glauben. Verstehst du? Ja. Ich kann aus mir selber nichts tun, was gerecht genug ist, damit ich vor Gott gehen kann und sagen, lass mich jetzt in deinen Himmel rein. Gott ist zu heilig. Ich bin nichts. Aber das ist ja das Ding. Aus Liebe hat Gott sich klein gemacht und hat mir das Paradies geschenkt. Es ist Gnade. Ich muss dafür nichts tun. Ich muss keine guten Werke tun und du auch nicht. Das Einzige, was Jesus von uns möchte, ist, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir treu sind, dass wir ausharren bis zum Ende.
Ali, die Wahrheit ist, nichts, was du tun kannst, kann dich retten. Das ist die Wahrheit. Dein Gebet rettet dich nicht. Religion rettet dich nicht. Nichts, was du tust, sogar wenn du 1 Million Euro hast, gell, und du gibst das an einen Obdachlosen, gell, gute Tat, rettet dich nicht. Du hast trotzdem Sünde in deinem Leben. Gott ist gerecht und heilig. Er wird dich bestrafen. Aber deswegen ist Jesus gestorben, um das abzuwenden. Gute Taten retten niemand. Weil obwohl du gute Taten tust, tust du trotzdem schlechte. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, du kannst 9 von 10 Geboten halten. Du hast ein Gebot gebrochen, du hast das ganze Gesetz gebrochen. Es geht nicht. Du brauchst einen Retter. Du brauchst jemand, der dir in deiner Schlechtigkeit hilft, mein lieber Ali. Und das ist die Person Jesus Christus, weil du kannst nicht selbst von dir gerecht werden. Aber wenn denn ich aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken, damit sich keiner vor Gott rühme. Vor Gott hat keiner das Recht, seinen Mund aufzumachen und zu reden. Wenn Gott vor uns steht, sind wir alle klein und leise. Okay. Die Glückseligen, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Okay, wenn ich dir zum Beispiel sage, wie du über Jesus Christus sagst, wenn ich dir jetzt sage zum Beispiel, dass unser Prophet Mohammed hat auch gesagt, ich würde meine Umma in Paradies mitnehmen, was sagst du dazu? Stimmt das nicht dann? Wenn unser Prophet Mohammed hat uns auch versprochen, Leute, wenn ihr so vernünftig seid und betet und macht keine schlechten Sachen und hilfsbereit seid, ich möchte jetzt über mein Leben nicht sagen, dass ich... viel erzählen, aber ich bin auch sehr hilfsbereit und dies und das und tralala. Ich mache viele Sachen, ich möchte jetzt hier nicht öffentlichen. Ja, die Selbstgerechtigkeit ist auch wenig. Aber unser Prophet hat auch gesagt, wenn du guten Taten machst, dann kommst du mit uns in Paradies, das garantiere ich dir. So. Aber ohne Jesus Christus, verstehst du das nicht? Der Bruder Odosa sagt das. Ohne den Jesus Christus kommst du nicht rein. Bruder, das denkt ihr, guck mal, ich sag doch, das ist eure Teil, das denkt ihr, dass Jesus Christus euch in Paradies mitnimmt. Und so denk ich über meinen Propheten, Prophet Mohammed, aber dass guck er doch mal, Prophet Mohammed mich in Paradies mitnimmt. Aber vergleich das doch zwischen Jesus, der Jesus Christus und dein Prophet. Wer war du vergleichst aber gerade Gott mit deinem Mensch. Bruder, aber Jesus Christus war auch ein Mensch. Nein, Jesus Christus ist Gott. Ja, das ist ja aber euer Glauben, Bruder. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr sowas glaubt. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn die Hindu denken, dass Kuh deren Mutter ist. Ich habe ja gar kein Problem damit. Verstehst du, was aber ich meine? Das ist das, was die Muslims ganzen Zeit, die Leute, warum die provozieren ganze Zeit. Ob Christen sind oder Muslim sind, die provozieren doch gegenseitig. Wenn ihr das denkt, dass Jesus Christus euer Gott ist, denkt ihr weiter, dann werden wir den letzten Tag das sehen, was die Wahrheit ist. Aber warum willst du denn warten? Das ist euer Glauben, dann könnt ihr darauf glauben, ich habe kein Problem damit. Aber lass doch mein Glauben meine Glauben sein. Wieso möchtet ihr dann wieder andersrum? Kurz was dazu sagen. Ich bin ja hier reingekommen, nur das zu sagen, dass ihr Gelaber seid, diese ganze Übersetzung, und weil jeder kommt mit einer anderen Übersetzung, versteht ihr das? Einer kommt in Google-Übersetzung, einer kommt mit dieser Buchübersetzung, einer kommt mit seiner eigenen... Okay, ich habe eine Frage an dich, Ali. Ja, bitte. Du sprichst ja Arabisch, oder? Nein, wir sprechen kein Arabisch, wir sprechen Urdu. Okay, aber der Koran muss man auf Arabisch lesen, ne? Oder? Richtig, das ist ja, was Allah gesagt hat, man muss auf Arabisch lesen. Ja, dann ist die Religion nicht für jeden bestimmt. Genau. Das Problem ist, dass der Islam ist doch für alle, oder nicht? Bitte? Der Islam ist doch für jeden, also für alle Menschen. Richtig. Okay, aber ja, warum sagst du dann, dass man Arabisch lernen muss, um den Islam zu verstehen? Das ist ja das. Das gibt doch gar keinen Sinn, das ist ein Widerspruch. Das ist, genau deswegen sollte man auf Arabisch lernen, damit diese Komplikationen nicht kommen. Damit das Komplikationen mit Übersetzungen nicht kommen. Das ist ja das Problem. Die Leute lesen nicht auf Arabisch, die lesen irgendwelche deutsche Übersetzungen oder englische Übersetzungen oder andere Übersetzungen, verstehst du? Und dann kommen diese Probleme. Das ist ja das Problem. Die sollen auf Arabisch lernen, Arabisch übersetzen lernen, wie die richtige Übersetzung ist. Es gibt ja auch... Tausende, glaube ich, Wörter auch in Deutschland, was zum Beispiel morgen ist. Was heißt morgen? Morgen kann auch morgen heißen, morgen kann auch übermorgen. Keine Ahnung, ich kann jetzt diese Beispiele nicht geben. Zum Beispiel bei uns, einen Moment bitte. Zum Beispiel bei uns, heißt Gall. Gall heißt morgen normalerweise, aber bei uns heißt auch vergangen, also gestern heißt auch Gall. Verstehst du? Ein Wort hat zwei Übersetzungen. Einmal vergangenes gestern und einmal morgen. Verstehst du? Das ist das Problem. Wenn die Wörter so verschiedene Übersetzungen hat, dann kann ja jeder sich diese Übersetzung abpicken, was ihm gerade passt.
Okay, Ali. Und ich möchte, ich, tut mir leid, bitte. Also sind die Leute, die die arabische Sprache Deutsch übersetzen, lügen. Ali, Sache fertig aus. Ali, kannst du Arabisch lesen? Nein, kann ich nicht. Ach, dann können wir keine. Das ist ja, deswegen sage ich ja, ich habe von meinen Urgroßeltern das gehört, geben, ich habe von meiner Mutter das gehört und wir haben nie, Bruder, wir haben nie Problem gehabt. Und ich erzähle euch jetzt keine Lügen, aber meine Urgroßeltern waren auch so ähnlich wie Hoxha und die haben Erfahrung gehabt. Die haben auch richtig gebetet, verstehst du, was ich meine? Und die haben auch eine Verbindung gehabt, verstehst du? Die haben Dua gemacht. Ich erzähle euch jetzt keine Lüge, ich erzähle euch die Wahrheit. Die haben gebetet und es ist auch Sachen passiert, was die wollten, verstehst du? Das ist, es gibt doch eine Verbindung und das meine ich ja. Wir haben unsere Glauben, wir glauben deswegen, weil wir haben diese Verbindung. Ihr habt mit Jesus Christus Verbindung, dann sollt ihr euer Glauben mit Jesus Christus haben, habe ich ja kein Problem damit. Es soll keiner diese Probleme haben. Ich weiß nicht. Die sagen immer wieder, Islam ist Peace, Islam ist so, Islam ist so, aber kommen immer mit Krieg, mit Umbringen, weil du jetzt ungläubig bist, weil du jetzt Christ bist oder keine Ahnung, was weiß ich, was du bist. Und dann kommen die mit Kriege. Das verstehe ich nicht. Aber das steht doch im Koran. Nein, Bruder, steht nicht. Steht, ja. Bruder, das steht, ne, ich, zum Beispiel, ich sag's dir, meine Großeltern haben mir das beigebracht, weil die Koran gelesen haben, auf Arabisch gelesen haben, die haben auswendig gelesen in den Koran in Kopf, die haben mir gesagt, wir sollen so und so und so machen, wir sollen niemanden ärgern, immer freundlich sein, niemanden umbringen, wenn ein Ungläubiger ist. Ja, aber es hat doch nichts mit dem Koran zu tun. Ali, das hat nichts mit dem Koran zu tun, Mann. Nicht viel wenigstens. Ja, aber ist doch so, Bruder, ist doch so. Wir sind auf dieser Welt. Nein, glaub mir. Der Islam ist nichts für dich. Glaub mir, du bist schon längst raus aus der Religion. Wirklich, der ist ein Christ, aber der weiß es nicht. Okay, alles klar. Wenn ihr das Ding Warte mal, Alimo. Warum ist der jetzt aus dem... Das ist so, Leute. Alimo. Ja, bitte. Kannst du, also, weil Ali hat gerade gesagt, dass er nicht glaubt, dass Sura 29 bis 30 von Gott kommen kann, ne? Weil Gott würde ja nicht befehlen. Alles, was im Koran steht, kommt von Gott, nicht ein Okay, Alimo, kannst du uns bitte Sura 29 erklären, was ist passiert? Also, wieso sollen Menschen bekämpft werden, die nicht an Allah glauben? Ja, kannst ja kämpfen, aber da heißt ja nicht, jetzt kämpfen heißt gleich töten. Was denn? Boxen oder was? Nein, so diskutieren. Okay, dann müssen wir das aber anders klären. Dieses Dschihad, das steht auch in der Sure 25, 52, glaube ich. Da steht jetzt drin, was Kämpfen heißt. Gehen wir mal darüber. Nee, erklär uns mal in dem Kontext von Sure 9, was Kämpfen bedeutet. Weil in Sure 9, Vers 5 haben wir eine Ahnung bekommen, was das bedeutet. Erklär uns mal bitte aus Sure 9, Vers 29, was dieses Kämpfen bedeutet. Mensa, Bruder, was heißt es aus deiner Sicht, dass wir sie töten sollen? Ja, okay, dass man gegen die kämpfen heißt, soll und töten. Okay, ja. Bruder Mensa. So, wenn wir jedes Mal das Wort kämpfen als töten, also nehmen sollten oder das arabische Wort übersetzen auf töten, dann würde doch da töten stehen und nicht kämpfen. Okay, Alimo. Also da steht doch nichts von töten. Warte mal, Alimo. Es gibt Verse, wo steht töten. Dann warte mal, Alimo, lass mal kurz Asha reden. Danach. Okay, Alimo, du sprichst Arabisch, oder? Nein, Mann, was für Arabisch. Okay, dann lies mal bitte Sure 911. 9? Sure 911. Nein, ich will das erst geklärt haben mit 929. Darauf steht ihr ja. Das wir ist bleiben töten. Bei Sure 9, kein Problem, aber 111. Schau mal, Asha, ihr verwechselt hier was. Ihr verwechselt hier... Also wenn ich dir jetzt von der Bibel einen einzigen Vers raushole, dann kannst du doch die ganze Bibel nicht erklären mit zwei, drei Verse. Du musst schon das ganze Buch nehmen und das verstehen. Aber du kannst doch nicht aus einem Vers jetzt alles rauspicken, was du willst, und die anderen lassen wir raus. Dann würde ja nur drei Sätze drinstehen. Also, okay, Alimo. Also glaubst du an die Sunna? Nein, ihr wisst, ihr kennt mich doch. Ach so, okay, ja, deswegen habe ich gerade nochmal gefragt, okay. Ja, nee, ihr kennt mich doch. Ich meine, schau mal, um ein Buch zu verstehen, muss man schon das ganze Buch verstehen und lesen. Wenn ich jetzt aber da was rauspieken tue, mit einer Pinzette einfach was raushole. Ja, du hast recht, Alimo, guck mal. Du kennst das ja mit der Bibel, wenn ich jetzt lese, zum Beispiel irgendwo. Alimo, du hast recht, ich habe verstanden, guck mal. Deswegen, wir haben jetzt gerade eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich verstehe dich, Mensa. Lass mal kurz reden. Wir haben gerade, Leute, eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir haben hier zwei Muslime,
Einer glaubt nur an den Koran, glaubt nicht an die, Hadithe, an den Sunna. Ja. Und wir haben einen anderen Muslim, der sagt, er glaubt an den Koran und an die Sunna, aber er glaubt nur an die friedlichen Verse. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr schwierig für uns, mit beiden zu argumentieren. Versteht ihr? Deswegen, ich halte mich jetzt raus. Ich weiß nicht, ob auch das und die anderen Jungs... Wir sind Christen, die an das Alte und an das Neue Testament glauben. Ja, Odessa. Jede einzelne Zeile, jeder Buchstabe. Und Odessa, wenn ich jetzt von der Bibel nur mit, wenn ich da was rauspieke, dann verstehe ich doch das auch nicht. Wenn ich jetzt, Johannes Evangelium lese, 14, Vers 28, 10, 29, Matthäus 12, 28, da sehe ich, dass der Jesus immer sagt, Gott ist größer als ich oder ich bin gesandt worden. Wenn ich das lese, dann ist er gesandt worden, dann müsste ich jetzt zu dir sagen, wie kannst du einen Gesandten jetzt zu Gott machen? Aber wenn du die ganze Bibel liest und du mir das erklären kannst, pass auf, hier steht die Trinität. Wir kommen auf die Trinität, indem wir ein bisschen, ich will jetzt nicht philosophieren sagen, ja, weil das ja in der Bibel, laut Bibel ja verboten ist. Die Trinität steht schon ganz klar so in der Bibel. Ne? Ich kann dir zwei Stellen zeigen auf jeden Fall. Ne? Also, dass es sagt, ich bin Gott und betet mich an, zum Beispiel. Explizit. Ahmadidat-Argumente, ja. Explizit, habe ich gefragt. Okay. Animus, du kannst mit der Bibel aber nicht folgen. Guck mal, das Problem ist gerade bei diesem Argument, dass Jesus explizit sagt, ich bin Gott und bete mich an. Weißt du, Alimo, dann könnte ich jetzt die Gegenfrage stellen. Du glaubst doch daran, dass Isa der Sohn der Maria ist, oder? Natürlich. Dann musst du mir jetzt aus dem Koran einen Vers zeigen, wo Jesus sagt, ich bin der Sohn der Maria. Explizit gibt es aber nicht diesen Vers. Diesen Vers Sohn Maria, wenn das der Gott sagt, dann ist es doch so. Ja, aber es ist wo Jesus Christus sagt. Und genau dasselbe ist ja mit der Bibel. Jesus hat nicht die Worte benutzt, ich bin Gott, betet mich an. Aber er hat gesagt, dass er Gott ist und er hat gesagt, dass wir ihn anbeten sollen, aber nicht in diesem Wortlaut, sondern anders. So wie 2,5 Milliarden Christen es ja verstehen. Checkst du, wie ich meine? Nein, die verstehen nicht alle. Es verstehen viele, ja, aber nicht alle. Aber guck mal, ich bin ja jetzt nicht hoch, um mit dir über die Bibel, über deine Religion zu reden, die kennst du besser als ich. Um Gottes Willen. Ich meine nur damit, wenn man ein Buch liest, dann sollte man ja das auch komplett annehmen und nicht jetzt aus dem Buch ein paar Verse rausnehmen. Das musst du deinem Glaubensbruder Ali sagen, ja? Ich sag doch nichts. Um Gottes Willen, ihr kennt mich doch. Ich debattiere niemals mit der Bibel oder ich debattiere das nicht. Ich will nur manche Sachen klarstellen, dass man kann nicht aus einem Buch einfach etwas rauspicken und sagen, so, das heißt jetzt töten. Ja, warum? Ja, kämpfen heißt töten, fertig, aus. Aber wenn ich jetzt zu einer anderen Sure gehe, da steht auch kämpfen und da heißt es aber, dass ich mit dem Koran kämpfen soll, also mit euch normal mit dem Koran zitieren soll und reden soll. Das ist auch kämpfen. Okay, Alimo, warum ist der Koran... Die Gelehrten sagen was anderes, Alimo. Alimo. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, die Sure 25, 52, da steht auch kämpfen, aber da steht auch direkt hinterher, mit was, wie wir kämpfen sollen. Das ist da erklärt, das ist der Dschihad. Und Dschihad heißt nicht kämpfen, töten, so wie in den Medien überall Propaganda gemacht wird. Okay, was heißt das? Das heißt, du sollst mit dem Koran... Ja, denn lesen, denn deine Verse. Das stimmt doch nicht. Warum nicht? Okay, was machen Sie ganze Weil ich, ja? Guck mal, dann könnte ich jetzt. Okay, das ist. Dann könnte ich doch zu dir jetzt sagen, nein, stimmt nicht, dass Alimo, das Jesus Alimo. Gott ist. Oh Mann. Es steht doch auch nicht. Alimo. Das ist doch. Das Alimo. Ist, ja, bitte. Ich habe eine Frage, okay? Ja, bitte. Erklär mir mal bitte Sure 47, Vers 34 bis 35. Was steht da? Musst du mir vorlesen, ich kann gerade nicht. Okay, ich schließe vor. Sure 47, Vers 34 bis 35. Da steht, gewiss, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und hierauf als Ungläubige sterben, so wird Allah ihnen nicht vergeben. So werdet nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Warum sollen die nicht um Frieden rufen, wenn Islam Frieden ist? Mit wem aber? Aber du hast ja schon wieder einen Vers. Dann müssen wir zu Vers 4. Ich hab dir den Vers davor erklärt, aufgezählt. Ich lese auch den Vers danach, okay?
Sura 47, Vers 34, ich lese sogar bis 36. Nein, das ist kein Problem. Da steht gewiss, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und hierauf als Ungläubige sterben, so wird Allah ihnen nicht vergeben. Ja. So werdet nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, denn Allah ist mit euch und er wird euch nicht um eure Werke bringen. Das Diesseitsleben ist nur Spiel und Zerstreuung. Wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, wird er euch euren Lohn geben. Warum sollen sie nicht um Frieden rufen, wenn sie in der Oberhand sind? Bitte krass, schön. Ja. Krass, wie politisch gesagt. Gut. Aber dafür gibt es aber auch andere Verse. Erklär mir mal bitte diesen Vers. Warum? Diese Verse müsste ich dir mit anderen Verse klären. Weil ich kann das nicht mit einem Vers klären. Okay, dann benutze andere Verse. Dann müsste ich andere Verse nehmen und zum Beispiel sagen, es steht auch da drinnen, dass wir mit den Ungläubigen gerecht behandeln müssen. Steht ja, das auch kennen wir. Das kennen wir, aber das ich verstehe nicht. Ja. Das kennen Bruder, wir. Darf ich dazu was sagen? Ich weiß, dass im Koran ein paar Mal von Frieden und von hier und da, das wissen wir. Aber wieso sagt Allah hier auf einmal, ihr sollt nicht zum Frieden rufen, wenn ihr in der Oberhand seid? Ich dachte, Islam ist Frieden. Warum sollen die nicht zum Frieden rufen? Islam heißt erstens nicht Frieden. Es kommt von Frieden. Das heißt, Islam heißt. Aber ja, okay. Lassen wir mal, egal. Aber im Krieg, wenn die im Krieg sind, ich kenne diesen Vers jetzt, also diesen Vers jetzt alleine, kenne ich nicht so. Ich weiß nicht, welche Verse das aufdecken. Aber es gibt, wenn du den kompletten Koran liest, wird es immer aufgedeckt mit anderen Versen. Okay, verstehe. Und das ist alles gut. Wenn du die Antworten nicht hast, alles gut. Okay. Summieren, das ist doch bei dir auch so, bei dir in der Bibel. Ja, okay, alles gut. Ich nehme an. Auswendig, aber zum Beispiel, es steht auch in der Sure 437 oder so, bisschen wieder anders. Man muss den Koran nicht Koran ist nicht als ein Buch herab. Alles klar, okay, ich habe verstanden. Er wurde gelebt, Mensa. Ich nehme deine Antwort an, okay, kein Problem. Ali, du wolltest was sagen. Genau, richtig. Bruder, du meinst jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt das richtig verstanden? Möchte ich das verstehen, dass du gesagt hast, wenn Ungläubigen sind, würden die zum Schluss, wenn die sterben, Tag der Abrechnung, würden die in die Hölle kommen und die werden bestraft, richtig? Ja, genau. Und direkt danach sagt Allah, dass ihr sollt nicht zum Frieden rufen, wenn ihr in der Oberhand seid. Und das verstehe ich nicht. So, jetzt zum Beispiel in unserer Moschee in Pakistan zum Beispiel die Hodjas, ne? Die sagen das. Nee, ich meine nicht die Hodjas in Pakistan. Ich erzähl dir über diese Sache jetzt. Welche Vers war die das? Die sagen zum Beispiel. Ich will mal kurz den Vers durchgeben. Gib mir, dann kann ich kurz mal an der Zeit gucken. Vielleicht kann ich was rausholen. Alles klar. Sure 47. Ja. Sure 47, Vers 34 bis 35. Okay. 47, 34. Genau, danke, 47, Vers 34 bis 35. Genau. Ich unterbrochen habe, ruf mal bitte weiter. Alles gut. So, jetzt zum Beispiel unsere Hodja oder Urgroßeltern oder. Die sagen zum Beispiel jetzt, um diese Verse zu sagen, dazu was zu sagen, die sagen zum Beispiel, Allah ist so groß und so, großherzig, dass er sagt zum Beispiel, wenn die Ungläubigen sind, ist kein Problem. Die kriegen deren Strafe, Tag der Abrechnung. Aber wenn Allah so große Herz hat und so barmig ist, oder wie man das nennt, ne, wenn der so ist, der werde auch zum Schluss die auch verzeihen. Nein. Die Propheten, Allah dafür beten, dass es auch unsere Umma, wenn die verzeihen, ob Jesus Christus ist oder Prophet Mohammed ist. Die werden auch verzeihen. Also wenn ihr jetzt, ich sag mir jetzt zum Beispiel euch Christen, ihr glaubt ja nicht in Islam. In euren Augen oder in unseren Augen, sage ich mal, ihr werdet das Tag der Abrechnung Strafe bekommen, weil ihr nicht an Allah geglaubt habt. Aber letztendlich gehen sowieso alle in Paradies. So haben die unsere Hodja gesagt. Ja, okay, guck mal, ich verstehe deine Aussagen. Und auch Leute in den Kommentaren schreiben irgendwie, ja, das ist eine Kriegssituation. Ne? Aber stellt euch mal vor, du bist gerade im Krieg, okay? Du bist im Krieg, du bist in der Oberhand. Und deine Feinde untergeben sich und die sagen, okay, wir geben auf, wir wollen Frieden. Ne?
Ja. Diese Sure sagt, wenn das passiert, ruf nicht zum Frieden, sondern kämpf weiter. Warum soll man weiterkämpfen, wenn die Feinde Frieden wollen? Ich dachte, Islam ist Frieden. Ich dachte, ihr kämpft nur, wenn ihr angegriffen werdet. Warum, wenn ihr die Möglichkeit habt, Frieden zu stiften, warum sollt ihr das ablehnen? Verstehe ich nicht. Ich sag ja, ich verstehe nicht, woher diese ganzen Übersetzungen kommen. Okay, ich verstehe es nicht. Okay, das heißt, du persönlich glaubst nicht, dass das von Allah kommt, richtig? Richtig. Guck mal, jeder stirbt, er kriegt seine Strafe, ob er gläubig ist oder ungläubig ist, ob er gute Taten gemacht hat oder schlechte Taten gemacht hat. Aber letztendlich, wenn Tag der Abrechnung kommt, wird aber jeder Prophet für seine Oma. Du hast gesagt, Ali, tut mir leid, du hast gesagt, dass du nur Urdu sprichst. Hast gesagt, du glaubst auch den Übersetzungen von Urdu nicht. Du kannst aber auch kein Arabisch. Woher weißt denn du eigentlich, was eine richtige Übersetzung ist und was nicht? Na, er meinte, sein Uroma hat ihm das erklärt. Wirklich, also er meinte wirklich, er hat das von seinen Uroma. Meine Großeltern, die haben davon Ahnung gehabt. So, und die haben uns... verstehst du? Bruder, ich sag ja euch, Ali, du bastest dir deine eigene Religion zusammen. Das ist ja das Problem. Du verstehst es nur nicht. Wenn Leute das vernünftig klären, dass Islam kein Krieg sein soll, dann soll... Du bastest dir deine eigene Religion zusammen. Ali, du musst es wissen, der Islam ist eine politische Ideologie, ja? Komplett. Ja, das ist aber ja das, Leute, ihr macht Politik daraus, verstehst Nein, du? Nein! Und durch die Religion, natürlich, ihr macht Politik daraus, ihr pickt solche Sachen raus von irgendwelchen Übersetzungen, was die Muslimen provozieren können, was Muslimen sauer machen kann. Verstehst du, was ich meine? Es gibt auch bestimmt auch tausende christliche Sachen, wo die Christliche provozieren können. Aber wir machen das sowas nicht. Wenn die machen, dann sind die bekloppte Muslime, die nur provozieren wollen. Weißt du, was bei uns nicht gibt, nicht lieber? Wollen. Uns Ali. Wurde immer beigebracht. Mich in was nicht beinhaltet. Mich wurde persönlich das beigebracht. Ich als Muslim, wir sollen... Beigebracht hat auch nicht mit dem Islam zu tun, Bruder. Verstehst du das nicht? Was denn? Wir reden über den Koran, nicht was du gelernt hast von deiner Familie oder von deiner Mutter oder sowas. Auch. Ja. Verstehst du das nicht? Du bastest dir deine eigene Religion zusammen. Absolut. Guck mal, also ich persönlich finde Ali sehr, sehr korrekt. Ali, du bist wirklich korrekt. Ja, du bist echt ein sehr netter Mann, aber du bist schon längst raus aus dem Islam, mein Lieber. Aber ich finde, du solltest nicht zum Islam gehören, weil alles, was die Islam lehrt, glaub mir, das ist nicht für dich. Komm zu Jesus, er liebt dich und er gibt dir diesen Frieden, den du so sehr brauchst. Genau. Warum soll ich Islam jetzt verlassen? Nur weil ich jetzt Recht habe oder was? Das hat ja mit Jesus Christus oder mit Christentum gar nichts zu tun. Das hat doch gar nichts mit zu tun. Das ist, Bruder, das ist einfach dein Glauben, das ist ja das Glauben, versteht ihr? Das Problem ist, ihr könnt ruhig sagen, dass ich vielleicht von Islam raus bin. Von mir aus sollen die Muslimen das auch sagen. Das ist mir scheißegal, verstehst du? Ich weiß, ich soll meinen Allah dienen, ich soll an Prophet Mohammed glauben und ich soll fünfmal am Beten an Allah und verzeihen, wenn ich was Schlimmes gemacht habe. Ich sichere mich damit ab. Ja, und Ali. Das werden wir den letzten Tag sehen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Punkt aus. Kann keiner, Ali. Du kannst mir niemals hundertprozentig garantieren, dass ihr als Christ in Paradies kommt. Wenn ihr jetzt Christus glaubt. Leute, werft die Perlen, Bruder Ascher Double, werft die Perlen nicht vor die Säue, scheiß drauf. Er hat Evangelium gehört, er hat ganz klar gesagt, dass er nicht möchte. Ich Staub, Staub Bruder, abklopfen und Gottes niemanden. Urteil machen lassen, ja, wirklich. Ich höre niemanden und ich glaube an solche Sachen gar nicht. Versteht ihr nicht, was ich damit sage? Ali, Gott segne dich trotzdem. Ich möchte doch einfach alle, dass jeder in seiner Religion in Frieden lebt. Fertig aus. Wenn ihr der Meinung ist, dass Jesus Christus der richtige Gott ist, dann sollt ihr glauben. Wir versuchen euch zu erklären, dass der richtige Gott das Einzige ist, der Allah ist. Aber Allah ist nicht nein, Gott. Das ist Jesus Christus, das Allah ist euer Teil. Okay, Allah sage ich. Ali, danke, dass du da warst. Ja, Gott segne dich. Allah ist nicht Gott. Gott segne dich, Ali, und deine Familie. Salam alaikum. Du warst korrekt. Korrekt. Gott segne dich. Die Perlen nicht vor die Säue werfen. Ja. Erinnert euch, Jesus hat die 72 Jünger ausgesandt. Und er meinte, wenn sie euren Shalom nehmen, dann wird er bleiben, wenn nicht. Dann geht, der Shalom Gottes wird sie wieder verlassen und klopft den Staub ab als Zeugnis dafür, dass ihr sie Gottes Gericht überlasst. Alles gut. Genau. Ja. Ja, Leute, also ihr habt alle zugehört. Ich hoffe, ihr habt gehört. Wir haben Fakten gebracht. Wir haben Koransuren genannt
Aber es hieß immer von der anderen Seite entweder, ich lehne es ab, weil es zu hart klingt, es kann nicht von Gott kommen. Oder man muss irgendwie aufsummieren oder auf Arabisch lesen. Und ihr kennt es ja schon. Ne? Hm. Und genau deswegen rufen wir jeden zu Jesus Christus auf, weil seine Botschaft ist Liebe, seine Botschaft ist Frieden und wir müssen nichts verstecken. Wir können jeden Vers entgegenkommen und erklären, ohne zu sagen, ja, das musst du so und so und so, weißt du? Das ist der Unterschied. Amen. Jesus ist Liebe, er bringt Frieden und er bringt Rettung und nur durch ihn kann man gerettet werden, durch Jesus Christus alleine. Alles andere ist der schnellste Weg in die Hölle. Amen. Holy Ghost Fire. Amen. Und das Schöne ist, Gottes, genau. Okay. Und das Schöne ist an Jesus Christus, du kannst seine Botschaft in allen Sprachen lernen, nicht nur auf Arabisch. Ist das nicht schön? Genau, weil das ist auch eine, wenn eine Botschaft für die ganze Welt gilt, dann muss man nicht eine bestimmte Sprache lernen. Wir haben die Bibel auf Chui, wir haben sie auf La, wir haben sie auf Lingala, wir haben sie auf alles. Wir haben sie auf Tigrinya, Amarinya, wir haben sie auf alles. Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch, aber Arabisch, Afghanisch, Farsi. Aber Allah spricht nur Arabisch, ist das normal? Nein. Darf ich mal was dazu sagen? Sind die Übersetzungen bei allen gleich? Ich könnte die Gottes reden lassen, die hat echt lange gewartet, bis sie hochkommen kann. Ah, okay. Ja, okay. Genau, also der eine Herr, ich weiß jetzt nicht genau, welcher das war, er hat gesagt, ja, ihr glaubt, dass Jesus Gottes, weil das in der Bibel steht. Aber dass Jesus Gott ist, ist keine Sache des Glaubens, sondern es ist eine Wahrheit, die Tatsache ist. Und diese Wahrheit steht in jedem von uns geschrieben. Also da muss man auch nicht gläubig sein, sondern man kann auch an die ganze Geschichte wissenschaftlich rangehen. Und zwar steht der Name Gottes in unserer DNA. Wir haben, jeder Mensch hat 46 Chromosomen, 23 Chromosomen von der Mutter und 23 Chromosomen vom Vater. Also besteht unsere DNA aus zwei Doppelhelixen. So, aber diese zwei Doppelhelixe alleine machen keinen Menschen, weil sie nicht miteinander, also sie stehen einzeln für sich selbst. Sie sind so gesehen einfach nur Erbinformationen, einmal von der Mutter und einmal vom Vater. Aber was diese Doppelhelixe zu einem Menschen macht, das ist der Name Gottes. Und zwar sind diese Doppelhelixe alle 10, alle 5, alle 6 und alle 5 Chromosomen miteinander verbunden durch eine, durch sozusagen Schwefelbrücken. So, wenn du, und das wiederholt sich immer wieder, alle 10, alle 5, alle 6, alle 5. Und wenn man das jetzt, wenn man im hebräischen Alphabet guckt, dann steht das für YHWH, also der Name Gottes, Yahweh. Was heißt denn Yahweh? Yahweh heißt ich bin. Das kann auch jeder gerne googeln. So, wie oft hat Jesus gesagt, ich bin? Alle sagen, Jesus hat nie gesagt, ich bin Gott. Doch, er hat das indirekt gesagt. Er hat immer gesagt, wie oft hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin, das Alpha und das Omega. Wie oft hat er das gesagt? Der Erste und der Lebendige. Genau. Wie oft hat er gesagt? Er hat so oft gesagt, dass er Gott ist, weil Gott heißt, ich bin. Was beitragen? Er hat auch gesagt, er ist Sohn. Und diese Wahrheit kann keiner verleugnen. Die steht in jeder DNA drin, ob man an Jesus glaubt oder nicht. Das ist keine Glaubenssache. Unser Schöpfer hat seine Initialien in unsere DNA reingeschrieben. Und da beweist auch, also da kommt wieder die Trinität zum Vorschein. Wir sind nicht nur in Körper, Geist und Seele als Trinität, sondern wir sind auch Erbinformation von Mutter, Erbinformation von Vater. Und die dritte Komponente ist der Name Gottes, sind die Schwefelbrücken, die in der Reihenfolge 10, 5, 6, 5 auftreten. Also wird die Trinität doppelt bewiesen, auch in uns, nicht nur also als den Schöpfer.
sondern in uns Menschen wird die sogar doppelt bewiesen. Und absolut. Das ist keine Glaubenssache. Ja, aber du kannst Leuten, die mit Gott nie was zu tun hatten oder an wahren Gott nicht glauben, das nicht verkaufen. Die glauben das nicht, weil sie es nicht glauben wollen. Ja, deswegen habe ich das ja auch wissenschaftlich gesagt. Das muss man nicht glauben. Man muss nicht glauben, dass es die Trinität gibt. Man muss einfach nur gucken, wie ist unsere DNA aufgebaut. Unsere DNA hat zwei Helixstränge, aber diese Helixstränge werden nur durch diese Schwefelbrücken zusammengehalten. Und diese Schwefelbrücken treten in der Reihenfolge jedes zehnte Chromosom, jedes fünfte, jedes sechste und jedes fünfte Chromosom. Dann wiederholt sich das wieder, jedes zehnte und so weiter. Und das, wenn man das wenn man guckt, was das bedeutet im hebräischen Alphabet, dann ist das YHWH, was Gott heißt. Es gibt auch wissenschaftlich, dass man die Bibel schon widerlegt hat. Es gibt Sachen, die was wissenschaftlich sind. Unwiderlegbar, stimmt nicht. Ja. Doch. Oder alle Schrift zum Gott eingegeben, nützlich zur Erbauung und zur Lehre. Was soll man widerlegen, was Gott höchstpersönlich gesagt hat? Sintflut ist widerlegbar. Ist nicht widerlegbar. Berg Ararat, dieses Boot wurde in der Türkei gefunden. Was Sintflut war? Guck mal, ihr redet von einem Boot, ihr redet von der Sintflut. Vielleicht kann man das nicht beweisen, aber was man beweisen kann, da ist unsere DNA. Das steht in jedem Menschen. Es gibt 8 Milliarden Menschen und jeder kann mal eine DNA-Probe von sich nehmen und sich den wissenschaftlichen Beweis holen. Er muss gar nicht an Gott glauben, er muss nicht mal religiös sein. Und er bekommt diese Antwort. Aber für was denn das Buch? Jeder, der Biochemie studiert, weiß das. Jeder weiß es. Das Ganze geht doch schon beim Gericht Gottes los. Wenn Jesus nicht Gott wäre, wie würde er gerecht richten können? Also Jesus hat das Gericht am Ende, nicht Gott, so wie alle sagen, Gott richtet am Ende, in der Bibel steht eindeutig, am Ende richtet Jesus. Und Jesus kann gerecht richten, weil Jesus Mensch war. Jesus versteht jeden Einzelnen, der am Ende vor ihm steht und sagt, ja, ich habe das und das Problem gehabt. Wie will Allah richten, wenn ich zu Allah sagen könnte, du weißt gar nicht, wie es ist, Mensch zu sein. Könnte Jesus am Ende immer sagen, doch, ich weiß, wie es ist. Aber Allah weiß doch auch so, wie die Menschen sind. Er hat sie doch erschaffen. Er muss doch gar nicht als Mensch dann runter, um zu wissen, dass er das, wie die Menschen ticken. Allah ist nicht Gott. Als Gott musst du doch wissen, wenn du doch die Menschen erschaffen hast, wie die ticken. Also wenn du als Mensch runterkommen musst, um zu wissen, wie die Menschen ticken, dann kannst du kein Gott sein, weil das widerspricht. Es geht nicht darum, dass es geht darum, dass Jesus selber weiß, wie es ist, versucht zu werden. Das ist ja das, was Jesus gesagt. Er weiß, wie es ist, unter Sünde von dem Feind versucht zu werden und solche Sachen. Er hat alles miterlebt. Deswegen haben keine Ausrede vor ihm, das ist das Argument. Aber wenn du jetzt als Gott Menschen erschaffen tust und nicht weißt, wie die ticken, dann kannst du kein Gott sein. Du musst dafür leben. Natürlich weiß Jesus, wie es ist, auch wenn er nicht Mensch geworden wäre. Aber das ist ja das Ding. Er ist aber Mensch geworden, damit wir keine Ausrede haben. Genau. Und gleichzeitig ist er aber auch Mensch geworden, damit er Verständnis für uns hat. Vollstes Verständnis. Damit es hier nicht nur um Gesetze geht, sondern damit, weil er weiß, wie es war. Er wurde auch versucht, nur ohne Sünde, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 13 und 14. Steht das da? Aber wo steht das geschrieben, fragt Hisham. Hebräerbrief, Kapitel 4, 13 bis 14, der Vers, Neues Testament. Amen. Ja, ich sag ja, es ist nicht einfach zu glauben, als jetzt Andersgläubiger, jetzt außerhalb Christ zu sein, zu glauben, dass er irgendwo halt als Sohn benannt wird, irgendwie Heiliger Geist, Gott. Das sind halt so schon bisschen kompliziert, sage ich mal jetzt. Nichts dagegen, um Gottes Willen. Jeder glaubt, jede seine Religion, jedem respektiere ich alles. Das sind nur Fragen von mir, warum ich zum Beispiel damit ein Problem habe, mit dem Verstand, wenn ich daran glauben muss. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich finde, man zu einem gewissen Punkt muss man auch einfach seinen Kopf, sage ich mal,
öffnen und verstehen, dass wir von Gott reden, wie können wir denn davon ausgehen, dass Gott ein einfach verständliches Wesen ist? Das ergibt keinen Sinn. Wie kann Gott denn eine simple, einfache Person sein, die man ganz locker checkt? Ja, Gott ist eine Person, fertig. So, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Wir reden über Gott, wir reden über den, der Existenzen in der Existenz in Existenz spricht. Wir reden von dem, der alles Leben geschaffen hat. Wir reden von dem, der durch seinen Geist, der er selbst ist, weil sie eins sind, Trinität, das ganze Leben auf dieser Welt gewährleistet. Die Bibel sagt, er könnte seinen Geist von dieser Welt ziehen, in dem Psalm steht das, und alles würde sterben. Wir reden von dem, der 1000 Engel um sich herum hat. Die Engel beten ihn ständig an, wir beten ihn an, aber er hört alles, er sieht alles. Er ist nicht hier, er lebt in einem unzugänglichen Licht, aber er hört jedes einzelne Wort, was wir sagen, sieht alle Gedanken der Menschen und kommt dabei aber nicht durcheinander. Dass wir hier von einer höheren Existenz reden. Wir reden hier von jemanden, der nicht so ist wie wir. Wie können wir also uns anmaßen zu sagen, ja, dass er trinitarisch ist, ergibt ja keinen Sinn. Digga, die Bibel sagt, keiner hat Gott hier gesehen. Wie können wir uns Gott überhaupt vorstellen? Wir wissen doch nicht einmal, wie Gott in seiner ganzen Fülle ist. Wie können wir denn dann ausschließen, dass er ein Wesen, drei Personen hat? Wir wissen doch gar nicht, wie er in seiner ganzen Fülle ist. Zu sagen, okay, er ist keine Trinität, bedeutet ja, dass du seine ganze Fülle erlebt hast, oder nicht? Nee, aber wenn du sagst, wir wissen nicht, wie Gott aussieht, die in der Zeit, die wo als Gott auf der Erde war, haben sie ihn ja gesehen. Die wissen ja, wie er aussieht. Wir nicht. Ja, und er kam ja in der Person Jesus Christus. Amen. Halleluja. Praise God. Ja, er ist Gott, aber wir wissen nicht, wie der aussieht. Ja, aber Jesus ist Gott, ja oder nein? Für dich ja. Und für dich? Nein, um Gottes Willen, nein. Um seinen Willen sagst du, er ist nicht Gott. Du sagst, aber um Jesu Willen, er ist nicht Gott. Nein, schau mal, wenn du sagst, der war auf der Erde. Die Leute haben ihn gesehen, den Gott haben sie gesehen. Aber jetzt wissen wir nicht, wie der aussieht. Das ist doch auch jetzt... Aber welcher Gott war auf dieser Erde? Wie viele hat's denn? Ich frag dich, weil du hast gesagt, der Gott war auf dieser Erde. Ich frag dich ja, welcher Gott? Du meinst doch Jesus. Ich meine doch von eurem... Lass ihn mal, Bruder. Welcher Gott war auf dieser Erde? Schau mal, wenn du sagst, Gott war auf der Erde, dann ist Gott das Gott war Jesus. Auf der Erde, Halleluja, Amen. Ja, dann wissen wir ja, wie der aussieht. Also das war vor 2000 Jahren, wir wissen es nicht, weil damals gab es keine Fotokameras, genau. Aber ja, okay, red weiter. Ja, wir haben nicht, aber die Menschen, ihr sagt doch, der hat so und so wie wir ausgesehen. Also sagen wir mal, er hat nicht braune Haare gehabt, er hat von mir aus blonde Haare, nicht blaue also Haare. Also sprichst du von Jesus gerade? Ja, natürlich, das, was du ja meinst. Also ist Jesus Gott, Halleluja. Für dich. Ich rede aus deinem Mund, Mensa. Hör auf. Alimor, ist Jesus der Herr? Alimor, ist Jesus der Herr? Ich hab doch gesagt, du sagst. Ja, aber Alimor, ich will wissen, ist Jesus der Herr? Er ist für mich ein Prophet, Gesandter Gottes, so wie er auch in der Bibel ein paar Mal sagt, ne? Okay, aber guck mal, Alimor, das ist doch jetzt, aber guck mal, jetzt hab ich dich. Jetzt hast du mich. Guck mal, ja, das Lukas-Evangelium sagt zum Beispiel, das Markus-Evangelium, dass Jesus auch ein Prophet war. Breaking News, die Bibel sagt, Jesus war ein Prophet. Ja, Amen. Aber die Bibel sagt, dass er mehr war als nur ein einfacher Gesandter oder Prophet. Die Bibel sagt, dass er Gottes Sohn war, dass er Gott selbst war. Gott kam in seine Schöpfung und hat alles getan, was auch seine Schöpfung tut, weit raus darüber noch mehr, ne? Aber Mensa, schau mal, Bruder. Nein, ich bin nicht Mensa, ich bin Johnny, aber ganz kurz. Johnny, okay. Guck mal, Alimor, meine Frage ist jetzt, du hast gesagt, du glaubst daran, dass Jesus ein Prophet war, genauso wie er ein paar Mal in der Bibel auch sagt, dass er Gesandter war und so. Aber die Bibel sagt doch auch mehr. Die Bibel sagt ja, guck mal, die Bibel sagt über Jesus, er ist Hohepriester. Die Bibel sagt über Jesus, er ist König über alles. Er ist Richter der Menschheit. Er ist Gott. Er ist Gottes Sohn, er ist der Menschensohn, der von der ganzen Existenz angebetet wird. Er ist dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist, was ist er noch? Er ist das Wort Gottes, er ist das Logos, er ist der Schöpfer. Das sind alles Sachen, die auf Jesus zutreffen, was die Bibel sagt. Warum nehmen wir dann nur diese kurze Zeit, wo er auf der Welt war und wo er einen Auftrag erfüllt hat? Natürlich, wo er hier auf der Welt war, hat er prophetisch geredet.
Er hat ja auch Sachen über die Zukunft gesagt. Das macht ihn ja zu einem Propheten. Er hat ja die Botschaft Gottes verkündet. Das macht ihn ja zu einem Propheten. Aber das Lustige war, die Botschaft, die er verkündet hat, war seine eigene. Ja, aber Johnny, schau mal. Es ist nicht böse gemeint, wenn ich hier jetzt Fragen stelle oder so, um Gottes Willen. Ich habe schon mal gesagt, ich debattiere. Nein, stell meine Fragen, mein Bruder. Ich beantworte sie dir gerne. Ja, nein. Ich habe auch für dich gebetet. Du weißt, ich habe dir auch schon gesagt. Weiß doch. Jesu Namen, du wirst ihn auch noch erkennen. Keine Sorge. Nein. Ich mag dich sehr. Und daher will ich auch wirklich, dass der Herr sich dir offenbart, weil du hast ein gutes Herz. Der ist schon auf dem Weg, auf jeden Fall. Ich wünsche jedem Menschen, dass bevor er stirbt, das sage ich immer, den richtigen Gott findet und so stirbt, dass alle Menschen ins Paradies kommen. Das ist Jesus Christus. Amen. Amen. Das war ich jetzt, Alimor. Also schau mal, ich wünsche es mir doch. Ich hinterfrage gerne, weil ich gerne wissen will, wie ihr denkt, wie Muslime denken, weiß ich ja ungefähr, aber ich will ja nur wissen. Deshalb frage ich sehr viel. Ich hinterfrage sehr viel. Und ich komme da halt mit dem Verstand nicht klar, wenn ich lese in der Bibel, ich lese die Bibel ja, wenn das heißt, Gott ist größer als ich, ich mache das mit seinem Willen. Wenn man aber sagt, der war aber Gott, dann ist es auf der anderen Seite wieder, es gibt wieder jemanden, der größer ist als er. Und dann gibt's noch den Heiligen Geist, der kommt ab und zu mal und dann ab und zu mal ist der nicht da. Das ist das Schwierige für einen normal denkenden Menschen, um zu verstehen, dass drei in einem drinstecken, aber der eine wiederum sagt, Gott ist größer, also mein Vater ist größer als ich, betet nur ihn an oder Jesus. Ja. Ich habe jetzt bis jetzt nicht gelesen, dass der Gott, bis jetzt sage ich, ne, ich lese die Bibel, ja, habe ich nicht irgendwo gesehen, betet mich an oder sowas, verstehst du, wo, oder direkt, ja. Alimo, darf ich mal was dazu sagen, bitte? Ja. Weißt du, warum das Jesus gesagt hat? Weil Jesus ja Mensch geworden ist. Und als Mensch gehört es sich, Gott anzubeten. Er war Gott, aber ist menschlich geworden und musste automatisch auch Gott anbeten. Mhm. Er musste ja, wie schwachsinnig wäre es, wenn er sich selber an seine eigenen Gesetze nicht halten würde. Ja, aber du sagst doch gerade selber. Schau. Leute, ich habe jetzt noch. Das heißt, ich mache nur noch 15 Minuten, ja? Also damit ihr euch doch mal drauf einsteht. Schau mal, Gottes, wenn du jetzt, du sagst ja selber gerade aus deinem Mund, Gott hat Gott angebetet. Er ist doch gekommen, um das Wort Gottes zu predigen. Und ja, wenn er sagt, ihr müsst Gott anbeten, aber er das selber nicht tut, dann ist das doch ein Paradoxon. Aber er wenn hat er sich selber nicht an seine eigenen Gesetze hält. Aber er hat doch selber Gott angebetet. Welchen Gott hat er in dem Moment angebetet? Welchen Gott hat er angebetet? Sage ich doch. Warte, ganz kurz. Guck mal, ganz kurz. Ich will mal kurz reinspringen. Alimo, ja, bitte. Ja. Du weißt doch, dass wir an die Dreieinigkeit glauben, oder? Ja, natürlich. Das ist ja meine Frage. Okay. Und wer wurde Mensch? Gott wurde Mensch. Nee, das stimmt nicht. Wer von der Dreieinigkeit wurde Mensch? Sind alle drei Menschen geworden oder nur einer? Ja. Einer. Christ, der Jesus Gott? Wurde Mensch. Christ, okay, einer Jesus. Wurde Mensch, Alimo. Einer wurde Mensch. So. Von denen drei. So, offensichtlich, ich frage dich, wenn nur einer Mensch wurde und er gebetet hat, zu wen hat er gebetet? Zu sich selbst oder zu wen? Ja, das ist ja das Problem. Er hat ja zum Vater, zu seinem Gott. Genau, also wieso fragst du dann? Du weißt doch die Antwort. Ja. Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen, bitte? Dann ist doch Jesus gar kein Gott. Bro, okay, guck mal, jetzt sehen wir wieder im Kreis. Nein. Einfach, wir bleiben jetzt hier, wir machen jetzt hier keine Argumente oder Logik. Gottes Wort wird jetzt sprechen. Philipper 2, Vers 5 bis 11, wir lesen das jetzt. Okay. So, Alimo, die Bibel sagt, denn ihr sollt in ab Vers 5, denn wir können das ohne Kontext lesen. Paulus schreibt über was anderes davor. Ja. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Über wen redet er hier? Wie bitte nochmal? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er führt jetzt hier Jesus an, richtig? Ja. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern
Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehren Gottes des Vaters. Amen. Amen. Okay, so. Okay. Und wer hat denn Jesus jetzt gesandt? Also der Vater. Der Vater. Aber der Vater ist in dem Moment Gott. Der Vater ist in Ewigkeit Gott. Okay, und der Jesus? Ist in Ewigkeit Gott. Und Heilige Geist? In Ewigkeit Gott. Amen. Amen. Guck mal, Animo, du hast doch auch einen Körper. Guck mal, Leute, lass uns wieder, wie Odossa vorhin sagte, lass uns nicht die Perle vor die Säue werfen. Er kennt die Messe schon, ne? Nein, er lehnt es ab, nein, offensichtlich, Mensa, deswegen. Mensa, Mensa, es ist keine Debatte, ich will doch hier nicht irgendwas, ich will's doch nur verstehen. Nee, guck mal. Da musst du dich auch dafür öffnen. Das Ding ist, Alimo. Ja, bitte. Das hörst du ja nicht zum ersten Mal, das hast du schon tausendmal gehört. Nein, ja? Und du sagst ja, dass es für dich keinen Sinn ergibt, du sagst, es ist für dich nicht logisch. Deswegen, ich höre mich jetzt doppelt, ich weiß, wer das ist, aber ich höre mich doppelt. Okay, auf jeden Fall, Alimo, du hast das schon tausendmal gehört, du hast gesagt, es ergibt für dich keinen Sinn, deswegen, ich denke nicht, dass wir jetzt in 5 Minuten dafür sorgen werden, dass es für dich Sinn ergibt. Also deswegen, wir werden für dich beten, mehr können wir nicht tun. Ja. Wir haben dir die Botschaft gegeben, was du damit machst, ist dir überlassen. Ich bete für euch auch. Dankeschön. Wie gesagt, natürlich, ich bete auch für euch, dass jeder, bevor er in die Hölle kommt, soll er den Gott finden, der uns alle ins Paradies. Du betest für uns Christen. Warum soll ich nicht? Ich bete für Menschen. Aber laut dem Koran darfst du das nicht. Du darfst nicht mal Juden und Christen als Freunde nehmen. Ich bete, doch, darf ich. Das darfst du nicht. In Sure 51 steht das. Sure 60, 7, 8, darf ich. Du darfst nicht, Bruder. Darf ich, Bruder. Glaub mir. Ich darf für jeden Menschen beten, weil ihr seid auch von Allah erschaffen. Wir sehen das dort, Leute in Mekka, die vielleicht kommst du doch mal beten, die verfluchen die Juden und Christen. Wir sehen das dort. Es gibt so tausend. Schau mal, das ist im Krieg. Wir reden hier von heute. Nein, das ist aktuell. Das sind aktuelle Videos, ja. Okay, Leute, guck mal, Leute. Äthiopien gerade werden Muslime von Leute, Alimo. Das weiß keiner von euch. Alimo. Ich habe selber einen guten Freund von mir, der ist aus Äthiopien. Ja. Leute. Aber er versteht das nicht, warum die Muslime. Aber das ist mehr Politik. Aber der Islam ist politisch. Nein. Okay, Leute, Alimo. Ja, bitte. Wir machen dieses Mal weiter, okay? Also für heute, ich bin gerade seit 4 Stunden oder so live gewesen. Mein Akku ist am Ende. Okay. Und dieses Thema, was ihr gerade aufgemacht habt, glaub mir, das werden wir nicht in 5 Minuten schaffen. Nein, aber ja, was denn mit deinem Akku? Ja. Lass uns zusammenlegen, und dann kaufen wir mehr Ladegerät. Jeder, der jetzt gerade hier oben ist, hat jetzt 2 Minuten Zeit zu reden oder 1 Minute. Sag, was ihr sagen wollt und dann gehe ich auf, okay? Okay. Also ich bete für euch alle, dass ihr Allah irgendwann findet, bevor ihr stirbt und wir kommen alle ins Paradies und dort können wir weitermachen. Okay, ich bete für dich, Alimo, heute, dass du der wahrhaftige Gott findest im Namen Jesus Christus. Alles ist Gott. Okay? Alles ist Gott. Aber irgendwann mal wirst du das verstehen, was ich sage. Glaub mir, das kommt wirklich von meinem Herz. Ich weiß es warum. Ich weiß, was Jesus Christus machen kann. Ich weiß es. Ich fühle ihn immer. Ich weiß, er liebt mich. Er tut so viele Sachen. Ich liebe Jesus auch. Irgendwann mal wirst du das merken. Glaub mir, Alimo. Ich liebe Jesus auch. Ja, du liebst Jesus. Mehr wie mich selber. Jesus. Mehr wie mich selber. Jesus zu lieben bedeutet, sein Wort zu tun. Wer mich liebt, der hält mein Wort, sagt Jesus. Ja. Das Wort, was er gesagt hat, muss ich erstmal rauspicken von der Bibel. Wenn ich die Bibel fertig habe, dann weiß ich mehr. Aber nächstes Mal, wenn der Mensa wieder streamen tut, komme ich rein, dann reden wir da weiter. Weil das ist ja, so. Darf ich meine 2 Minuten jetzt machen? Genau. Alimo, du hast ja gesagt, du hinterfragst Dinge. Ne? Dann beschäftige dich auch mal mit der DNA, dann bist du besser informiert. Mach ich. Gar keine Meine 2 Minuten nutze ich einfach, um kurz zu beten.
Amen. Alima, für jeden, der hier heute hier war. Ja, gerechter Vater, ich danke dir, oh Herr, für diesen Stream. Ich danke dir dafür, dass du das segnest, was wir tun, oh Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns backst und dass du einfach dabei bist und dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist, oh Herr. Wow. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wunderbar bist, dass du gut bist, dass du groß bist, dass du der bist, der du bist, oh Herr, dass du Gott bist, oh Herr. Und Herr, ich bete, dass das gesprochene Wort, welches wir heute hier verkündigt haben, dass du dieses wirklich in die Herzen der Menschen ausgießt und wirklich festhältst, dass dieses Wort Frucht trägt und dass es nicht genommen werden kann, oh Herr. Vater, ich bete, dass da, wo Unglaube ist, dass wir da Glauben reinsprechen durften, wo Tod ist, dass wir Leben reinsprechen durften, wo einfach nichts war, wo keine Hoffnung war, dass wir Hoffnung reinsprechen durften, oh Herr. Ich lege alle immer in deine Hände, oh Herr. Ich bete, dass du dich offenbarst, Herr Jesus. Ich bete, dass du dich zeigst, dass du ihn suchst, oh Herr. Du hast doch gesagt, du verlässt die 99 Schafe, um das Verlorene zu suchen, oh Herr. Ich bete, dass du dich losmachst, oh Herr, und dass du auf die Jagd gehst, auf die Suche nach Ali und ihn zurück zu deiner Herde trägst, oh Herr. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du ihn liebst. Ich bete, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, heute segnest, oh Herr. Segne sie mit einem guten Tag, mit guter Laune. Lass sie einfach einen wunderschönen Tag haben, dass sie einfach mehr von deiner Güte und von deiner Barmherzigkeit erleben, weil auch die kleinen Dinge sind von dir, denn dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen fröhlich sein in ihm, Jesus. Dir sei alle Ehre. Du bist der Erste und du bist der Letzte, der Lebendige. Und siehe, du warst tot, oh Herr, aber du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Danke, Amen. Bruder. Danke, Bruder. Gott segne dich. Amen. Ich will auch mal kurz verabschieden, falls keiner mehr was sagen will. Auf jeden Fall, ich bin morgen wieder live, genau um gleiche Uhrzeit. Ich merke ja, ihr seid auch früh morgens aktiv wie ich. Also morgen 9 Uhr bin ich wieder live. Mhm. Und spontan, ja, ich bin eigentlich nur aufgestanden, weil ich musste pipi. Und ich lade so mein Handy auf. Und dann, ich habe so voll viele Benachrichtigungen auf TikTok gehabt. Dann dachte ich mir, okay, ich gehe kurz drauf. Und dann, ihr seht Mensa. Na gut, er ist aktiv. Bruder, ich bin immer früh wach. Weißt du, normalerweise in der Woche bin ich ja immer arbeiten, weißt du. Aber Samstag, ich sag mir, ey. Wenn ich so früh wach bin und nichts zu tun habe, Bruder, live, direkt. Ja, Mensa, du lebst diese Psalm 5, Vers 4, Bruder, ich mag das. Bruder, ja, Mann, ey, es macht auf jeden Fall Spaß mit euch, ja, ihr seid wirklich, auch Alimor, wirklich, du bist sehr, sehr korrekt. Ich hab dich schon ein paar Mal gehört. Du bist sehr lieb, Digga, no cap, Alimor, wir müssen uns mal privat treffen, in echt, ohne Spaß. Ja, Mann, du bist richtig korrekt. Ich bin ab und zu in Stuttgart, ab und zu in Frankfurt, können wir uns treffen. Meinst du ernst, du bist in Frankfurt? Ja. Bist du morgen in Frankfurt? Nächste Woche bin ich in Frankfurt. Okay, Alimor, bitte komm in meine Gemeinde. Bitte, wir gehen zur Church. Bitte. Wo gehen wir hin? In die Church, in meine Gemeinde. Okay, aber danach gehen wir in die Moschee. Ah, ich darf, guck mal, das Ding ist, ja, wir Christen, wir gehen nicht in Moschees, wir dürfen nicht dahin, ja. Doch, ihr dürft gehen. Nein, dürfen wir nicht. Doch. Nein, erster Johannes 5, Vers 21, Kinder, hütet euch vor dem Götzen, wir sollen da nicht hingehen. Ja. Das sind doch keine Götzen, das ist doch nur ein Gebetshaus. Nein. Ja, aber, nein, ja, guck mal, Christen dürfen nicht in Moschees, es ist einfach so. Komm, ich war auch schon in der Kirche. Christen dürfen auch nicht in Mekka rein. Guck mal, Leute, jetzt habt ihr wieder Thema aufgemacht. Leute, ich bin nicht mal fertig. Okay. Guck mal, ihr könnt euch schreiben oder einfach morgen kommen nochmal. Ja, Alima, ja, wir treffen uns. Weißt du, lass mal nächste Woche in Frankfurt einen Kaffee trinken gehen und dann alles gehen wir. Alles das mache ich gerne. Baba. Okay. Sehr nice. Okay, Bruder. Sehr gesegnete okay. Schwester, du warst auch sehr stark heute. Alimo, ich bringe dir eine Bibel mit. Sag bleib im Glauben. Ja, okay, bring mir eine mit. Okay. Wie cool, Digga. Dann habe ich drei. Ich komme bei Mensa gerne rein, wirklich. Weil ja, Mann, du bist willkommen, jederzeit, Bruder. Jederzeit. Bei dir wird nicht gelästert, solche Sachen. Das, nee, bei uns nicht. Ey, Mensa, komm mal nächste Woche auch, ja. Wo, Frankfurt? Ja, Bruder, komm mal, Bruder, ich arbeite momentan Vollzeit, bei mir ist es schlimm, ja. Ich hab Bruder. Und dann Wochenende bin ich mit der Gemeinde. Nach dem Recht kommt. Aber ja, auch. Wir wollen über Jesus reden, das ist wichtiger. Bruder, traf dir nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, Vers 33. Wir müssen voll emotional, wir gehen jetzt emotional drauf. Hey, ja, guck mal, was er macht. Ja, wir machen jetzt emotional. Hey, guck mal, Mensa, wir reden über Jesus. Komm, weil das wichtig ist. Okay, ich komme bald. Okay. Ich komme bald. Seh mir alle Ehre, Jesus, ja. Er hat mir das gegeben. Als preis den Herrn. Amen. Auf jeden Fall, Leute, ich möchte was kurz loswerden. Am Dienstag wart ihr doch hier drinnen, ne, wo Tauhid hier drinnen war. Ich will eigentlich keine Plattform mehr geben, aber ich will kurz was dazu sagen, weil ich merke, was er da weiter rumlabert.
Der war Dienstag hier drinne. Odossa und ich haben ihn debattiert. Es war sogar spontan. Und ich finde, wir haben ihn schon schön demoliert eigentlich. Und dann, mitten in der Debatte mit mir, hat er dann gesagt, nach dem Motto, ja, er will seine Argumente für Freitag aufheben, weil wir vorher schon geplant hatten, Freitag nochmal zu debattieren. So, und ich habe sogar auf Audio, da meinte er zu uns allen, dass er mir schreiben wird am Donnerstag und mir die Uhrzeit der Debatte mitgeben wird. Hat was ist, gemacht? Ich habe am Donnerstag gewartet, ich habe nichts von ihm gehört, am Freitag auch nicht. Ne, und dann hat er gestern Abend einen Stream, Freitagabend einen Stream gemacht und Leute haben ihn darauf angesprochen, was ist mit der Debatte, wieso hat das nicht stattgefunden, Mensa hat auf dich gewartet und so. Und dann sagt er, ich bin nicht gekommen. Er sagt, ich bin einfach nicht zur Debatte gekommen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er schreibt mir dann gestern Abend um 23 Uhr, dass ich zur Debatte kommen soll. Einfach so spontan aus dem Nix. Und jetzt tut er so, als ob ich einfach nicht gekommen bin. Er tut so, als ob er einen Termin mit mir abgemacht hat und ich nicht gekommen bin. Mein Bruder, weißt du, diese Debatte mit Tauhid am Dienstag, das hat mich so aufgewühlt, weil mich das so sauer gemacht hat, gell? Ja, das. Und, ich sag dir ehrlich, Bruder, das ist so ein Mensch, Bruder, werf deine Perlen nicht vor die Säue, weil, Bruder, Johannes 8, Bruder, du weißt, wer sein Vater ist, ja. Weißt du, was ich meine? Im Sinne, ja, ja, genau. Weil er hat gelogen, er hat sehr, 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 sehr viel gelogen, er hat Sachen verdreht und weißt du, er hat einfach interpretiert und philosophiert nach seinen Gelüsten, weil, genau. Wenn er sagt, weißt du, später ist mir eingefallen, gell? Wenn Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und seiner Meinung nach ist Jesus der Erstgeborene von den Toten und der Letzte, der das Reich an Gott zurückgibt, gell? Was ist dann Gott in Jesaja? Ist dann Gott auch der Erste von den Toten wiedererweckt und Gott ist dann auch der Letzte, der sein Reich an sich selbst zurückgibt oder was? Genau. Wenn, Bruder, deswegen, er ist jemand, mit dem man nicht quatschen darf, weil er ist ein Lügner, Bro. Tut mir leid, ich will das niemals so über Menschen sagen, aber er lügt. Er geht nicht auf Argumente ein. Weißt du, ich wurde da dargestellt, als wäre ich ein, so wie die sagen, ein Jahil, als wäre ich dumm, Bruder. Dabei weiß ich ganz genau, was Gott in meinen Kopf gelegt hat, wenn es um sein Wort und um das Wissen über die Erkenntnis des Wortes Gottes geht. Bruder, ich habe Verse gebracht, Bruder, einfach radikal ignoriert. Ja, wo steht denn, dass Jesus und Gott dasselbe Wesen haben? Ja, ich gebe in Hebräer 1, Vers 3, er ignoriert. Ja, und dann sagt er, ja, ihr redet immer von Jesus, aber wo ist denn der Heilige Geist? Wo ist denn der Heilige Geist? Bruder, ich gebe Ihnen einen Vers, 1. Korinther 2, Vers 12, er ignoriert. Bruder, mit solchen Menschen muss man nicht reden. Solange, guck mal, und ich finde sogar, Bruder, wenn wir ab jetzt Debatten machen, gell, sollten wir wirklich Folgendes machen. Wenn wir einen Vers nennen, wir müssen diesen Vers anzeigen und jeder ist gezwungen, auf diesen Vers einzugehen. Der, der ihn bringt und der irgendwas dagegen sagen möchte. Sonst geht es hier nicht weiter. Weil sonst drehen wir uns hier im Kreis, dass irgendwelche Strohmänner immer angegriffen werden, dann wird irgendwas widerlegt, was nie gesagt wurde. Weißt du, was ich meine? Und das ist einfach kontraproduktiv, Bruder. Das bringt nichts, ne? Nee, also ich persönlich, ich glaube, Art und Weise, die ich kennengelernt habe, dass jemand so spricht und so argumentiert, indem er lügt, deine Worte verdreht, dich unterbricht und einfach respektlos ist, weißt du, was ich meine? Es geht nicht, Bruder. Ja, also ich persönlich werde, glaube ich, auch gar nicht mehr mit ihm debattieren. Also ich habe ihn schon 5-mal debattiert und ich wollte ihm eigentlich gestern eine letzte Chance geben, einfach aus Respekt, weil er letztens bei mir drin war. Wollte ich sozusagen als Antwort auch bei ihm reingehen und mit ihm debattieren. Ne? Aber wenn er schon so einen Film abzieht, Dicker, dann war's das. Ich habe alles auf Audio, ne, was er gesagt hat. Und ich werde sogar ein paar Abschnitte von der Debatte zwischen mir und ihm posten, einfach um ihn bloßzustellen. Und ich werde so gar nicht mehr mit ihm debattieren, wie du sagst. Ne? Der ist einer, der einfach nur lügt und die Bibel verdreht, wie er möchte. Und mit so jemandem hat es eh keinen Sinn von vornherein. Mit so jemandem wollen wir auch keine Gemeinschaft haben. Ja, genau. Ich will ihm auch gar keine Plattform mehr geben. Also, das sollen wir auch gar nicht. Das ist nicht zielführend. Ja, führt zu nichts. Einer wie Alimor, so, mit dem kann man reden, der ist korrekt, der ist ehrlich. Alimor ist ein Christ. Ja. Amen. Und Alimor wird auch bald Christ, das wissen wir, das glauben wir. Ich mache mich einfach zum Christ. Ja, Mann. Alimor, dieses ewige Leben wartet auf dich, Mann, ich sag dir ehrlich. Amen. Johnny, wir gehen nächste Woche Kaffee trinken. Amen. Wir wissen, du hast den Zug verpasst, aber wir holen dich mit dem Auto, okay? Jesus ist schon im Rennen. Er hat schon die Sandalen festgezogen. Er rennt hinterher jetzt. Ich hol dich mit Flugzeug. Warte, dann sind wir schneller. Dann sind wir schneller oben. Ach, Alimor, Digga. Und Spaß. Ich will den in der Ewigkeit wiedersehen, ja. Ich will, wie Paulus sagt in 1. Korinther 2,
Was sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 21? Euch gehört doch alles, der Paulus, Apollos, die Leiter, der Petrus. Weißt du, Alimo, ich möchte, dass du mir in der Ewigkeit gehörst, dass wir dort Gemeinsamkeit, dass wir Gemeinschaft haben, ne? Dass wir einander gehören dort in der Ewigkeit, so wie Jesus uns gehört und wir ihm gehören, ja. Dass wir wirklich alle in Einigkeit, in Ewigkeit zusammen sind und einfach in der Gegenwart des Messias sind. Weißt du, was ich meine? Amen. Das sind wir auch bei uns. Wenn du zu mir kommst, sind wir auch mit Jesus. Glaub mir. Amen. Naja. Ich kann dir da nicht glauben, leider. Ja. Ja, das ist nicht der echte Jesus, genau. Das ist nicht der echte Jesus, ja. Das nee, wie sagt Paulus in 1. Korinther 11, wenn euch jemand einen anderen Jesus predigt, ihr einen anderen Geist empfangt oder ein anderes Evangelium, so habt ihr doch wohlgetan, es zu empfangen zu haben. Ja, also Paulus warnt uns ja wirklich explizit davor, hört nicht zu, wenn andere Menschen euch einen anderen Jesus predigen. Hört nicht zu, wenn Menschen euch einen anderen Geist gibt. Wenn dir jemand nicht das Evangelium bringt, ne, das ist ein anderer Spirit und darüber warnt uns Paulus. Ich sage, so sieht's aus und damit beenden wir jetzt. Alles klar. An alle, schön, dass ihr da wart. Ne? Ja. An Gott, Gottes, oder alle sowieso. Bleibt in der Liebe des Herrn Jesus. Sascha. Danke, morgen. Bruder. Ich hoffe, ihr kommt alle morgen wieder. Auf jeden Fall. Ascha, du bist ein stabiler Typ. Ja, du bist aus Ghana, gell, Bruder? Mit allem Ascha macht immer Bock. Ascha, du bist aus Ghana, ne? Ich komme aus dem Kongo, Bruder. Osa Kongole? Osa Kongole, Bruder. Oh, Mutunanga. Voilà, tu ressors bien. Tu ressors bien. Tu ressors là. Ah, que Dieu vous bénisse, mon frère. Je peux la mettre. Je peux la mettre. Je peux la mettre. Je peux la mettre, mon frère. Je peux la mettre. Halleluja. Amen, amen, amen. Okay, Leute, hey, genießt mal euren Tag und segne euch. Ciao, ciao. Ja, auf Wiedersehen.